Tja, moin moin, hier ist mal wieder Jan von Maxis Games. Und heute mit dem Informationsvideo, nicht nur Clash of Clans oder sonstige Spiele, will ich euch präsentieren, das habe ich ja gesagt. Und diejenigen, die schon länger unseren Channel gucken, wissen natürlich, dass wir uns wirklich immer wieder Gedanken machen, wo können wir irgendwo ansetzen und unseren, ich sag mal, Abonnenten etwas bieten. So, die haben des Öfteren gefragt, welchen Emulator, im Endeffekt Bildschirmaufnahmegerät, schlag mich tot, nimmst du? Und ich will jetzt mal vorschlagen, wenn ihr in Google reingebt und sagt Emulator, dann findet ihr einmal Andy, diesen Android Emulator, 64-Bit oder 32-Bit oder was auch immer. Und da gibt es natürlich viele Meinungen zu, die ihr dann auch nachschlagen könnt im Netz. Das heißt also, nach wie vor ist Andy mit Sicherheit ein sehr starker Android-Emulator. Nur, mir ist aufgefallen, und wir haben die alle auf unseren PCs drauf, dass da unheimlich viel Werbung reingeknallt wird, dass mitten im Spiel, gerade bei Clash of Clans oder anderen Spielen, wo du live am Kämpfen bist zum Beispiel, auf einmal die Werbung reinkommt und du gar nichts anderes machen kannst, als das Spiel abzubrechen. Leute, damit hat dann möglicherweise euer ganzer Clan verloren. Also, Hersteller, was soll dieser Käse? Werbung schön, Werbung okay, ihr müsst irgendwo finanzieren. Genauso Bluestick-App-Player ist etwas, der hat so große Probleme auch in der Installation oder nachher, wenn er mal am Laufen ist, dass er des Öfteren abbricht, was auf keine Kuhhaut mehr geht. Des Weiteren haben wir Mobissen. Mobissen sehe ich immer bei vielen YouTubern. Ich frage mich wirklich, wie viel Geld gibt Mobissen aus für die kleinen YouTuber, die dann dieses Zeichen Mobissen dann im Endeffekt reinhalten und zeigen. Meins ist es nicht, ich sage das ganz ehrlich, weil, wenn man das mal nachliest, Mobissen ist eine praktische App, mit der sich einfach Bilder und Dateien von Android auf den PC übertragen lassen. Allerdings lässt sowohl die deutsche Übersetzung der App sowie die Stabilität der Verbindung, das ist das Wichtigste, stabil muss es sein, sofern überhaupt eine aufgebaut werden kann, zu wünschen übrig. Also, ich habe jetzt was Neues gefunden, was Neues ist es nicht, aber Memo, ganz ehrlich, mein Favorit, was Emulatoren betrifft. Absolut spitze, absolut schnell, vergleichbar mit Bluestick App Player, wenn man den oft benutzt. Ich habe den auch in einer anderen Version hier drauf, auf dem PC. Mit dem nehme ich natürlich auch ziemlich viel auf, aber diese Version, die ich zum Teil hier habe, die könnt ihr nicht bekommen. Also das ist einfach so, ich sag mal einfach, so ist es. So, also, du simulierst mit diesem Memu Emulator ein Android-Tablet mit Android 4.4, alternativ 5.1 auf deinem Windows-PC. Mit coolen Sonderfunktionen. Genauso wie die Werbung, die das hier macht, das schreibt, genau so ist es. Das wichtigste Tool für Spielefeld steht hier, ist die Funktion, mit der Sie die Tastaturkombination setzen können. Ne? Also das ist absolut geil. Und wenn man sich das anschaut, genauso stellt sich das dar. Also richtig geile Kiste. Du hast also im Endeffekt Funktionen, die du einstellen kannst. Du kannst ein Fadenkreuz setzen, du kannst das Steuerkreuz einstellen, den Schussknopf richtig platzieren. So, im Endeffekt kannst du ein Smartphone-Game auf dem Bildschirm spielen und hast den riesigen Vorteil natürlich auf dem großen Bildschirm gegenüber einem Handy. Ist so. Ne? Also, das ist dieser riesige Vorteil. Wie es zu installieren ist, zeige ich euch auch mal. Wenn man zum Beispiel irgendwo sagt, okay, wie sehen die Release, also alles drum und dran. Die Website, die Foren, alles drum und dran dieses Herstellers ist up to date. Das findet man auch nicht oft. Dann gleichzeitig kannst du das Spiel auch von der Sprache her locker einstellen. Klickst einfach auf Deutsch und hast es dann eben auf Deutsch eingestellt. Bei manchen Emulatoren hast du da auch riesige Probleme, weil es dann nicht so ohne weiteres geht. Das ist wirklich so. So, und das ist im Endeffekt das, was du im Internet findest, wenn du da drauf gehst, Memu Download zum Beispiel nachher, und wirklich sehr schön gemacht, von der Grafik her schon alleine von der Darstellung richtig geil, sodass du also aus den Informationen, was es unterstützt, KitKat und Lollipop und alles drum und dran, schon viel entnehmen kannst, auch diese Benchmark, also im Endeffekt die Leistungsfähigkeit dieses Systems ist irre, absolut irre, wirst du feststellen, was es macht. Gleichzeitig volle Unterstützung Windows 10, Windows 7, Windows 8 und alles drum und dran. Sogar Windows XP haben wir auf dem anderen Rechner draufstehen, unterstützt es. So, Clash of Clans, andere Spiele, SimCity, First Arena, was auch immer, kannst du gleichzeitig mit mehreren Accounts hier spielen, was du auch nicht mit allen kannst. Mir ist das System einmal abgestürzt, aber harmlos, konnte sofort wieder weiterspielen.
Und die Installation seht ihr hier, die ist relativ einfach. Einfach abspeichern, die Datei installieren, im Endeffekt den Speicherort aussuchen, den ihr euch erwünscht. Und ja, und dann im Endeffekt die Sprache auswählen, ist auch geil. Kannst auch, bei manchen ist es unheimlich schwierig, da musst du erst eine Systemmanager und alles drum und dran danach suchen. Wie gesagt, und danach installiert sich dieses Game und ihr habt das Echtzeit. Razzi, Fazzi, Bupsi, Schlupsi. Na, ist wirklich so. Also, selten bin ich vom Programm, ich kriege ja keine Kohle dafür, dass ich hier irgendwo Lärm mache um dieses Programm, aber es ist einfach geil. Also für den Hausgebrauch, sage ich mal ganz ehrlich, absolut für mich der Emulator, der wirklich richtig was hergibt, wo Spaß macht, wo ich nicht ständig durch irgendwelche blöde Werbung genervt werde, wo ich irgendwas neu installieren muss, wo ich irgendwas löschen muss, wo ich irgendwas machen kann. Wie gesagt, Foren ist richtig geil. Die Community, wenn du irgendeinen Tipp brauchst oder was auch immer, ist auch geil, was du alles machen kannst. Also du kannst eigentlich mit diesem Emulator, also das ist meine Meinung, für den Hausgebrauch richtig was anfacken. Und in Echtzeit seht ihr jetzt hier, das installiert jetzt diesen Emulator und gleichzeitig optimiert er und aktualisiert er die Android. Und dann bist du eigentlich schon, wenn du drauf drückst, dann auf der Installations- wie das geht, also wie auch die Hinweise sind auch geil, also was du machen sollst, um irgendwas einzustellen zum Beispiel oder um irgendwas zu installieren oder wie du die Sachen machst. Also ich sag mal, alles was wichtig ist im Endeffekt, ist hier wirklich richtig geil und das in Deutsch, ne? Weil nicht jeder, der so diese Spiele hier spielt, kann unbedingt Englisch. Und wenn du kein Englisch kannst, bist du hier auch gut aufgehoben, weil mit diesem Emulator kannst du richtig was machen. Also richtig geile Kiste. Auch die Installation und die Verbindung zu Google Plus ist relativ einfach. Du gehst einfach da drauf, jetzt machen wir das hier mal gerade. Und du wirst einfach gefragt, willst du ein vorhandenes Konto wählen oder neues erstellen? Wenn du ein vorhandenes hast, gibst du hier ganz einfach deine E-Mail-Adresse rein. Und Leute, und dann dein Passwort. Und das war's schon. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß bei den Emulatoren, die ihr euch aussucht. Tschüss!